außergewöhnlicher Tag zu werden. Ach ja? Gibt es einen Grund? Mir gelang ein Durchbruch in der Entwicklung, der es dem Delamain-Netzwerk ermöglichen wird, seine Flügel auszubreiten. Klingt in der Tat außergewöhnlich. Ich werde Sie nicht mit Details langweilen. Niemand mag einen geschwätzigen Fahrer. Wir sprechen uns bald wieder. Flaggen auf allen Gebäuden der Stadt stehen auf Halbmast. Rein! Schnell! Ich dachte, sie hätten dich erwischt. Sagst du mir jetzt bitte, was zur Hölle du dir dabei gedacht hast? Hab sie betäubt. Sie wollte ihren Tracker aktivieren. Ich hatte keine Wahl. Ich habe ihr Tee angeboten. Du entführst Hanako Arasaka und lädst sie auf ein verficktes Teekränzchen ein? Ja. Sie hat freundlich abgelehnt. Sag ihr die Wahrheit über Yorinobu. Ohne Beschönigung. Und sag klar, was du willst. Vielleicht hört sie auf dich. Hanako-sama, Kanojo wa Rei no Junbutsu desu. Douka hanashi wo kiite agete kudasai. Ich war dort, in der Nacht im Konpeki Plaza. Ich habe Saburo Arasaka sterben sehen. Er wurde nicht vergiftet. Diese Lüge hat sich dein Bruder ausgedacht. Yorinobu ist der wahre Mörder. Du musst verrückt sein. Das muss ich mir nicht anhören. Warum? Bedeutet dir mein Wort gar nichts? Hanako-sama, ich entschuldige mich für Sie. Ach, hör auf, Goro. Ich sollte doch ehrlich sein. Und jetzt bin ich es. Ich mag ja eine Diebin sein. Aber ich bin immerhin die Diebin, die euch den scheiß Relic geklaut hat. Eingesteckt, Kugel eingefangen, gestorben. Du warst tot? Mausetot. Und jetzt steckt Johnny Pissnelke Silverhand in meinem Kopf und ich will ihn loswerden. Also habe ich nichts zu verlieren.
Und du eine ganze Menge. Hanako-sama, wie ist der lebende Beweis für das Verbrechen ihres Bruders? Wir können jedes ihrer Worte beweisen, wenn sie bereit wären, ihr mit dem Relic zu helfen. Hanako-sama. Hast du das gehört? Geh nachsehen. Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Von hier zu verschwinden! Takemura! Ich kann ihn nicht im Stich lassen! Vergiss den Typen, der ist Geschichte! Und du auch gleich! Nicht abzuklappen! Nicht jetzt! Komm schon, wir müssen raus aus der Stadt!
Ob die solche Motels speziell für Oberloser wie uns bauen? Klimaanlage ist hin, fixer Bestecke unterm Bett, Scheißhaus verstopft. Jetzt mal im Ernst, wer will hier übernachten? Wir sind ein paar Meilen außerhalb von Night City. Jemand, der die Stadt verlässt, fährt einfach weiter. Jemand, der in die Stadt will, schläft dort. Wozu ein Motel mitten im Nirgendwo? Ich sag dir, wer hier schläft. Ganz genau. Nur zwei scheiß Loser. Und ich dachte, wir hätten Ärger, als Goro Hanako entführt hat. Siehst du, das passiert, wenn man Konzernen auf den Sack geht. Man glaubt, man ist in Scheiße getreten. Aber eigentlich steht man bis zum Hals drin. Wenn jemand klopft, zerballer die Scheißtür. Keine Vorwarnung. Ich will nicht, dass wir wie Takemura enden. Hörst du das? Auto. Ja, ein Auto. Fuck. Nur einer? Finger am Abzug weh. Bloß kein Wort. Ich habe eine Nachricht für Wie. Fass die Tür nicht an. Schläfst du? Zeit aufzuwachen. Ich weiß, du bist da drin. Schläfst du? Zeit aufzuwachen. Endlich. Oh. Das da an der Wand, ist das Blut? Ja, jetzt. Also, du sagst, du hast eine Nachricht? Sitzt direkt vor dir. Oh, geht gleich los. Was geht los? Eine Puppe. Oder ein Proxy. Um eins klarzustellen. Ich halte dich immer noch für verrückt. Hanako? Bist du das? Aber ich mache mir nichts vor. Ich glaube dir. Wie hast du mich gefunden? Dachtest du denn, es würde ausreichen, die Stadt zu verlassen? Takemura sagte, er hat dir einen Tracker angehängt. Aber selbst wenn nicht, Arasaka findet absolut jeden, wenn's sein muss. Ich kotz gleich. Schade, dass du mir nicht früher geglaubt hast. Dann wäre Goro vielleicht noch am Leben. Wenn du ihn schon erwähnst, denk daran, dass er alles getan hat, damit wir reden können. Das erfordert Respekt. Sicher. Yorinobu hat ein Tanto ins Herz des Konzerns gestoßen. Ich muss handeln, solange die Wunde frisch ist. Und du wirst mir helfen. Du bist der lebende Beweis für seine Verbrechen. Habe ich mich... Zuerst mal hilfst du mir. Vielleicht war ich nicht klar genug. Wir müssen schnell handeln. Ich bin auch nicht gerade mit Zeit gesegnet. Ich sterbe. Und meine Leiche wäre ein echt mieser Zeuge. Ich verstehe. Ich brauche alle Informationen über Mikoshi. Mikoshi, das war eins der Flaggschiffe meines Vaters. Eine Datenfestung mit Servern auf Orbitalstationen rund um den Globus. Sie ist als Archiv aus Persönlichkeitskonstrukten, also digitaler Psychen. Eher ein Gefängnis. Eine Sache der Perspektive. So oder so wirst du dort keine Erlösung finden. Nicht ohne umfassendes Wissen über den Relic
und die Konstrukterschaffung. Ich konnte Alt Cunningham kontaktieren. Die Cunningham? Genau die, die Erfinderin des Soulkillers. Sie nutzt jetzt ihre eigene Version. Das sollte mehr als nützlich sein. Ich habe euren Flüchtigen entdeckt. Hellmann hat sich bei Kang Tao versteckt. Wir haben geredet. Er meint, das Dengramm wird mich früher oder später vollständig verschlingen. Es ist unumkehrbar. Eine überraschend entschlossene Aussage für einen Wissenschaftler. Wenigstens habe ich jetzt die Relic-Baupläne und mit ihnen genaue Informationen über seine Funktionsweise, Projektdokumentation. Alles nützlich. Besonders weil Hellmann noch lebt. Ich werde ihn kontaktieren und erklären, dass man Arasaka nicht durch die Hintertür verlässt. Das ist so ziemlich alles, was wir haben. Und jetzt? Treffen wir uns persönlich. Im Embers, im Stadtzentrum. Das ist diskret. Denk nur an eines. Ab sofort müssen wir extrem vorsichtig sein. Okay, mein Job wäre erledigt. Weißt du was? Was? Ich glaube, mir wäre eine Horde Sarkaschläger irgendwie lieber gewesen. Ja, denn mit denen hatten wir es wenigstens schon zu tun. Aber das? Das ist neu. Schön, dass du es kapierst. Wir stehen auf sehr dünnem Eis. Hauchdünn.